Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video möchte ich euch so ein Basic-Tutorial abdrehen. Da jetzt auch langsam so die Winterzeit anfängt, hoffe ich mal. Und wahrscheinlich auch so mehr Weihnachts- oder beziehungsweise Winterstimmung bei euch ist. Und ihr auch dementsprechend Bilder zeichnen wollt. Dachte ich mir, zeige ich euch heute, wie ihr Schneeflocken zeichnet. Und das auf verschiedenste Weisen. Also ich fange jetzt einfach mal an und zeige euch an dem Hintergrund. Ich habe jetzt einfach einen dunklen Himmel gezeichnet mit grauen Wolken, wie ich ganz einfach, wirklich ganz einfach, das kriegt jeder hin, fallende Schneeflocken oder fallenden Schnee male. So, ich benutze dafür meine PH Martins Tusche. Und die Feder. Das ist eine mit einer etwas größeren Spitze, aber jetzt auch nicht zu riesig, werdet ihr dann sehen. Ja, ich fange jetzt einfach mal direkt an. Also ich gehe jetzt einfach hin und zeichne einfach Wildpunkte in mein Bild. Am besten arbeitet ihr da auch ganz schön schnell, da sonst die Tusche wieder antrocknet. Und dann gehe ich einfach mit einem Pinsel her und wische es einmal so nach oben. Und wie ihr seht, das ist gar nicht so schwer. Es kann auch Regen sein, da müsst ihr sie vielleicht noch feiner malen. Also ich weiß nicht, ob ihr hier diesen Strich seht, diese Größe wäre bei mir eher Regen. Oh. Ja, dann mache ich das jetzt schnell fertig. Und dann seht ihr es eh. Worauf ihr achten solltet, ist, dass ihr nach oben wischt. Und am besten immer in dem gleichen Winkel. Ja, sonst sieht es eben komisch aus. Und auch wenn ihr das nach unten verwischt, dann sieht es aus, als würde das vom Boden in die Luft schweben. Also immer schön nach oben ziehen. Natürlich könnt ihr auch entscheiden, wie viel Schnee runterfliegt, also je nachdem, ob bei mir ist es jetzt eher ein Schneesturm. Ihr könnt aber auch nur wirklich sanft fallenden Schnee malen. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr Schneeflocken malt, also große Schneeflocken, wenn ihr detaillierte Schneeflocken zeichnen wollt. Und da kann man wirklich sich austoben. Ihr könnt auch mal googeln. Ich habe jetzt auch ein bisschen rumgegoogelt und ein paar rausgesucht, um euch die zu zeigen oder wie man die zeichnet. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt vier Flächen vorgezeichnet, werde euch also vier Stück zeigen. Und ich fange dann einfach mal an von einfach bis etwas schwieriger. So, und dazu benutze ich meine Feder. Wenn wer fragt, ich habe die von Amazon, die gab es in dem Set. Und ja, die Tusche habe ich übrigens von gstuff.de. Ihr könnt auch Gel-Liner nehmen, gute Gel-Liner. Das müsste eigentlich genauso klappen. Und dann male ich jetzt erstmal. Also das ist jetzt wirklich einfach, das ist die einfachste. Ich male jetzt einfach einen Punkt in die Mitte. Und ziehe dann von dem Punkt einmal eine Linie durch, ziehe ein Kreuz und dann durch das Kreuz noch einen Strich. So, das ist erstmal die Grundstruktur. Und dann gehe ich einfach her und zeichne von diesen Sternen oder an dieser Sternform, an diesen Strichen jeweils an den Seiten parallel zueinander auch wieder Striche weg. Ihr könnt auch entscheiden, wie viele ihr machen wollt. Da ich es jetzt relativ einfach halten möchte, male ich einfach nur zwei hin. Und so einfach könnt ihr eine Schneeflocke zeichnen. Ich denke, die meisten sehen auch einfach nur kompliziert aus, ist es aber wirklich nicht.
Und jetzt zeichne ich eine etwas detailreichere Schneeflocke. Und zwar gehe ich her und zeichne jetzt erstmal einen kleinen Kreis. So. Und von dem Kreis aus zeichne ich wieder Striche. Hier lang, da lang. So. Also wie ihr sehen könnt, wieder ein durchgestrichenes X. Ihr könnt da auch mehr von machen. Ich möchte jetzt hier noch eins haben und hier noch eine. Und von dem weg möchte ich jetzt noch so einen Stern reinzeichnen. Also zacken. Und jetzt gehe ich her und ziehe wieder die kleinen Striche. Ich zeige jetzt noch außenrum ein paar Punkte, so für kleinere Schneeflocken, gehe dann mit meinem feinen Pinsel hin und verwische die so ein bisschen. Ihr könnt euch dabei natürlich viel mehr Zeit lassen und dann sieht das auch ein bisschen schöner aus als bei mir jetzt. Aber ich muss gerade schnell machen, weil ich gleich auch weg muss. Aber ich wollte noch unbedingt ein Video abdrehen. Jetzt zeige ich euch eine etwas, naja, vom Aufbau her andere Schneeflocke. Die anderen beiden hatten ja relativ den gleichen Aufbau. Die anderen hatten ja vom Aufbau her den gleichen ungefähr. Ja, dann fange ich mal wieder an. Diesmal zeichne ich wieder einen Kreis. Vor. So. Und mach so eine Art Blume drumherum. So. Und das fülle ich jetzt ebenso aus, wie ich das möchte. Ihr könnt das ganz ausfüllen, dann ist das noch ein bisschen einfacher. Ich möchte es jetzt ein bisschen schwieriger haben, deswegen ja, lasse ich da jetzt so Lippen dazwischen. Und ich finde, wenn die Schneeflocken etwas detailreicher sind, dann sehen sie auch schöner aus. Und auch wenn sie unterschiedlich sind, ich meine, wenn ihr bestimmt mal Schneeflocken draußen gefangen habt, dann sehen die ja auch nicht immer gleich aus. So, und das ist jetzt meine Basis, mit der ich arbeite. Und jetzt möchte ich gerne hier überall müsst ihr euch halt vorher überlegen, wie viel Blätter eure Blume haben soll. Wenn ihr es etwas einfacher haben wollt, dann könnt ihr weniger zeichnen. Wenn ihr mehr haben wollt, dann könnt ihr auch gerne mehr zeichnen, wie ich es wirklich alles euch überlassen. So. Und jetzt möchte ich, dass das etwas spitz zuläuft. Und dann zeichne ich hier auch wieder meine Zacken dran. Mache ich da auch, dass die auch spitz zulaufen. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu einfach. Deswegen zeichne ich jetzt hier nebendran auch noch Zacken von diesen Linien. Eben unten nicht ansetzen, sondern da, wo euer anderer Strich auch anfängt. Und ziehe eben wieder diese, ja, Striche. Das war es eigentlich schon mit der dritten Schneeflocke. Gehen wir mal rüber zur vierten. Die letzte Schneeflocke ist doch etwas aufwendiger und zeige ich jetzt einfach mal, wie ich die zeichne. Diesmal fange ich nicht
mit einem Punkt oder einem Kreis in der Mitte an, sondern weil es für mich einfacher ist, gehe ich gleich an die äußeren Stränge, sage ich jetzt mal, und setze an und ziehe es runter. Also das ist so eine Art, ja, Träne, nicht ganz, aber ihr seht ja, wie ich das meine. Und das mache ich jetzt noch 5 Mal, dass es insgesamt 6 sind. So, und jetzt zeichne ich von denen wieder diese Strich hier, aber die sind dann auch wieder tränenförmig. So, und jetzt zeichne ich hier noch so ein wieder so Sterne dazwischen. Aber jetzt hier einen Punkt in der Mitte, also ich lasse zwischen Platz, Punkt, Strich. Und jetzt möchte ich hier noch so. Also ich habe jetzt in der Mitte hier eine Lücke gelassen und in dieser Lücke zeichne ich nochmal so ein kleines Farbe. Sorry, mein Speicherplatz war leer. Kamera ist einfach ausgegangen. Was ich jetzt einfach noch gemacht habe, ist, ja, ich wollte jetzt doch den Platz ausgefüllt haben und habe da jetzt einen Punkt reingemacht und möchte jetzt hier an den Enden, die sind mir noch zu einfach, auch noch Punkte setzen. Und an den kleinen Strängeln jeweils auch ein Punkt. Und wenn das antrocknet, und jetzt zum Beispiel ich einen grauen Hintergrund genommen habe, schlau wie ich bin, könnt ihr einen Bleistift nehmen und könnt mit dem Bleistift noch kleine Muster in die Tusche zeichnen. Also ich. Oder eben Tusche wegnehmen, weil sie nicht getrocknet ist, so wie bei mir jetzt. So, und in der Mitte möchte ich jetzt auch noch einen kleinen Kreis haben. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch hier ein bisschen Schatten setzen. War es eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist jetzt ein etwas kleineres Tutorial. Lasst mir gerne Feedback da oder Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder falls euch noch irgendwas einfällt, was man beachten sollte oder was man machen kann. Schreibt es gerne in die Kommentarbox. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Tschüss!